Ja, hier, guck, das meine ich. Das ist typisch VRChat hier. Hier, einfach vom Spiegel pimmeln und nichts tun. Und dafür kauft man sich ein fucking 1300 Euro VR-Tracking-System. Bitch, please. Ich meine, wenn man so vorm Spiegel tanzt und sich halt so anschaut, wie der Avatar reagiert, ist ja geil. Das habe ich auch schon mal gemacht bei einem Kollegen, wo ich das Full-Body-Tracking getestet habe. Aber man kauft sich kein Full-Body-Tracking, um auf dem fucking, im fucking Bett zu liegen. Das ist A, Stromverschwendung und B, eine massive Geldverschwendung. Das sind wahrscheinlich die Leute, die sich einen Porsche holen, nur um 2 Kilometer nach Hause zu fahren. Nur um einfach damit zu prahlen, dass sie Kohle.